Hi Leute, ich freue mich, euch zu einem neuen Produkttest-Video meinerseits begrüßen zu dürfen. Hier ist wieder euer Alex von www.wasserdichter-mp3-player.com. Hier seht ihr schon alles aufgebaut. Das ist die wasserdichte Tasche von Power Theory oder Power Theory, wie auch immer. Je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Habt ihr zum einen die Originalverpackung, das ist sie. Mit so ein paar schriftlichen Hinweisen drauf, 20 bis zu 20 Meter wassertief, gegen schneeresistent, also ist für, kann man im, oh, so, jetzt seht ihr es, kann man im Schnee benutzen, kann man beim Segeln benutzen, beim Urlaub, beim Klettern, also beim Bergsteigen, falls man fliegen möchte. Das ergibt jetzt gerade keinen Sinn, aber weiß ich nicht genau, was das zu bedeuten hat. Und beim Schwimmen ist, wie gesagt, bis zu 20 Meter wasserproof. Dann habt ihr, ups, hier nochmal das Kärtchen, das in der Tasche drin war. Nochmal die gleichen Hinweise drauf, plus Benutzungshinweise. Dann habt ihr hier einmal noch so ein Bändchen mit Karabiner. Ein einfaches Umhängebändchen. Ne? Karabiner hier zum Schrauben. Ich hoffe, so, jetzt könnt ihr das sehen. Ne? Zack, aufschrauben. Zack, und dann wieder zuschrauben. Habt das dran. Ist also absolut safe. Das brauchen wir jetzt aber hier gerade nicht. Dazu nur vorab, haben andere Hersteller besser gelöst. Denn das hier ist wirklich einfach nur wie so ein Schlüsselband zum Umhängen, wie ihr seht. Es gibt also keinen Einstellmechanismus, wie zum Beispiel bei der Aquapack oder bei der von 9UP zum Beispiel. Die hat das auch. Das sind jetzt die beiden, die mir gerade auf Anhieb einfallen. Da gibt es nochmal so Verstellmöglichkeiten. Da könnt ihr also das Bändchen umlegen um den Hals und dann einmal so ein bisschen zuschnüren, sodass es passt. Damit sie auch auf gar keinen Fall abhauen kann. Könnt ihr bei der hier leider nicht. Gut, das Bändchen kann man tauschen gegen ein anderes. Ich wollte es nur mal vorab einmal erwähnt haben, damit ihr auf jeden Fall wisst, worauf ihr euch da einlasst. Das ist die Tasche von Power Theory. Ihr seht schon, hier habt ihr einmal so ein Kamerafensterchen quasi auf der Rückseite. Vorderseite, ja, Vorderseite, Rückseite. Was vielleicht eben auffällt, die ist relativ dick. Und hier ist Luft drin. Ja, ich hoffe, ihr seht es, wenn ich das mache. Ja, ihr habt also hier so wie so ein, das ist richtig schön, ja, irgendwie, weiß gar nicht, ob das wirklich Luft ist oder ob das Schaumstoff ist. Also es fühlt sich irgendwie auch an wie Schaumstoff, aber es könnte auch vom Material her so sein, dass es sich einfach nur also so anfühlt, als sei es das. Ja, kann ich gar nicht sagen. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Das kann ich sagen. So viel dazu. Dann habt ihr hier einmal den Mechanismus. Zack, zack. Das sind die Mechanismen. Und hier ist es wieder relativ gut gelöst. Nicht wie bei der von 9UP, wo man sich die Fingernägel ledieren kann, wenn man Pech hat. Da müsst ihr einfach drehen, zack, ja, und, ups, falsche Richtung, so, zack, so. Ihr könnt auch einfach nur erstmal einmal anfangen zu drehen. Gut, das habe ich natürlich komplett aufgedreht für diejenigen, die nicht ganz so stark sind. Dann steht so und dann könnt ihr so aufschieben. Da seht ihr schon diese Riegelmechanismen drin, ne? So kriegt man sie dann auch total locker flockig auf, ohne großes Terrain. So sieht es von innen aus. Und beim Zumachen ist es auch relativ schön geregelt, zack, zu über die Hebel hinten zudrücken. Ich kann es euch nochmal kurz von hinten zeigen. Ja, einfach mal hier Hebel, zack, und dann ist sie zu. Also wirklich top gelöst. Noch kurz zu der Größe. Die Tasche ist für Handys bis zu 6 Zoll offiziell geeignet. Heißt also, mein iPhone passt auf jeden Fall rein. Ihr seht es. Ja, geht sogar noch eine Nummer größer. Können wir gleich nochmal von innen zeigen. Wird dann natürlich ein bisschen eng, aber ja, mein iPhone passt auf jeden Fall noch super rein, wie man sieht. Und dann können wir es eigentlich auch schon mal gleich reinpacken. Achso, ja, die Wassertiefe auf jeden Fall ist die Hülle bis 20 Meter. Ja, 20 Meter. Ich musste kurz überlegen, ob das wirklich richtig ist, nicht, dass ich hier falsche Informationen weitergebe. Auf jeden Fall bis 20 Meter wasserdicht. So. Also bis 20 Meter Tiefe. Laut Hersteller. So. Da seht ihr jetzt, ist es drin. Jetzt habe ich es natürlich gerade falsch rum reingepackt im Tran. Ja, aber ist auch gar nicht so tragisch. Fotos wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte es einfach nur mal präsentieren. Achso, man könnte natürlich jetzt auch mal gerade. Ich mache sie nochmal auf. Vielleicht kann man es auch so von innen fühlen. Nee, kann man gar nicht fühlen. Also ich hätte fast gesagt, das ist Schaumstoff da drin. Oder irgendwas, also sowas Schaumstoffartiges. Weiß ich gar nicht. So, zack, zu. Da ist mein iPhone da drin. Dann holen wir mal die Schüssel her. Ja, ist jetzt auf jeden Fall dicht, ihr seht es. Ja. Und dann packen wir es mal da rein. Ups. Und tauchen es mal ein. So, ich drehe es da mal so ein bisschen, bewege es da drinnen.
Ja, man hört schon, wie es ein bisschen Luft auch verdrängt. Zack. Und wieder rein. So. Zack. So, jetzt muss ich mal gerade ein Handtuch nehmen. Mach sie mal so ein bisschen trocken von außen. Meine Hand auch noch mal kurz. So, zack. Schüssel stelle ich zur Seite. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Und man sieht so schon durch das Sichtfenster, da ist wirklich nichts reingekommen. Hätte mich jetzt auch schwer gewundert, dann wäre es wahrscheinlich ein Produktionsfehler gewesen. Aber sie ist zu 100% wasserdicht. Ups, zeige ich euch jetzt. Ups, so, zack. Ja, man kann es also sehen. Die ist wirklich absolut wasserdicht, kommt nichts rein. Und um nochmal auf den Platz zurückzukommen, ihr seht, also es ist noch so ein bisschen Platz vorhanden neben meinem iPhone. Ne? Also ich kann es noch so ein bisschen hin und her bewegen. Und in der Höhe hat man auch noch Platz. Ups, so. Heißt also, ihr könnt da auch noch größere Handys reinpacken. Also sowas wie ein, ich weiß nicht, wie groß die genau sind, aber zum Beispiel die Samsung Galaxy Note Handys, diese Fablets oder wie sie genannt werden, diese riesen Smartphones, die passen da mit Sicherheit auch rein. Kann ich aber nicht genau sagen, das müsste man dann nochmal mit den Maßen einmal gegenkontrollieren, bevor man sich die Hülle für solch ein Handy holt, klar. Ja? Also fasse ich mal kurz zusammen, schlecht ist an dieser Tasche lediglich das Band, aber es ist halt schlecht, es ist halt eben nicht so gut gelöst wie bei anderen wasserdichten Taschen und ansonsten ist die Tasche wirklich top. Was vielleicht sein kann, das kann ich jetzt aber leider gerade, konnte ich jetzt natürlich leider gerade in meinem kleinen Wasserbottich hier nicht so gut testen. Dadurch, dass hier, ja, die ist halt eben ziemlich gut, wenn es wirklich gepolstert ist, ob das Ding eigenen Auftrieb erzeugt, dann könnte es natürlich beim Schwimmen oder beim Tauchen so ein bisschen nerven, weil die Handyhülle dann oder die wasserdichte Tasche, wasserdichte Smartphone-Tasche, wie auch immer, dann eben an der Wasseroberfläche schwimmt oder eben dorthin möchte. Aber sonst wirklich eine Top-Tasche zu einem auch vernünftigen Kurs. Kann man nicht meckern. Leute, ich verabschiede mich damit. Falls noch Fragen sein sollten oder ihr Anregungen habt, was ich besser machen kann, meldet euch gerne in den Kommentaren. Ihr könnt mir da gerne mal ein bisschen Kritik reinschreiben. Habe ich nichts gegen, fände ich super. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden Like und über jeden neuen Abonnenten. Verabschiede mich und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao!